So, heute ist Mittwoch, der 28.12. Ich hoffe, ihr habt schön Weihnachten gefeiert. Für mich geht es heute weiter bei den Schafen. Und dann zeige ich euch eine kleine Neuanschaffung, die wir gestern abgeholt haben. Viel Spaß. Jetzt bei meiner Oma und dann seht ihr hier mal meine Neuanschaffung. Für den Traktor ein bisschen zu kleiner Hänger. Den muss ich jetzt mal rausräumen, weil hinten ein Saugenschimmer kommt, um was abzuholen. Das seht ihr aber in einem separaten Video zu meinem neuen Schafstall. Ja, mal gucken, ob ich den jetzt so da rausbekomme. Kann ich nochmal ein Foto zeigen, wie der Hänger, wie der Anhänger da auf einem anderen Hänger stand. Ja. Und dann geht es gleich wieder weiter. Machen wir den mal ein bisschen sauber und schauen uns mal alles an. Ich habe jetzt alle Bordwände mal. Und so vom Boden her sieht er ganz gut aus. Die Bordwand sieht auch ganz gut aus. Auf der anderen Seite ist hinten was ausgebrochen. Die ist auch ganz gut. Da bräuchte ich nur noch einen Halter, dass die gerade stehen bleibt, wenn ich die aufmache. So, das ist der Unterstand, wie er jetzt fertig ist. Drin die Metallstrebe bauen wir raus, wenn wir ihn hinstellen. Und jetzt bauen wir hier ein Wasserfass raus und fahren den vielleicht gleich weg. So, ich fahre jetzt mit dem Teleskoplader hinterher und wir fahren mit dem Deutz TX, der da vorhängt, jetzt den Unterstand auf die Wiese. So, da hinten seht ihr schon die Weide. Und hier seht ihr jetzt, der Anhänger ist knapp über drei Meter. Also das ist ganz schön eng überall. Dann hier mit dem Teleskoplader hat man hier schön seine Anzeigen und dann fahre ich halt hinterher, damit wir den gleich hochheben können und die Reifen abschrauben. So, jetzt habe ich mir den Deutz DX geschnappt und jetzt fahren wir mal schnell meinen Pferdeanhänger runter auf die Wiese, wo ich gestern schon mit dem Teleskoplader den anderen Anhänger hingestellt habe. Also, heute ist Freitag, der 30. Dezember. Gestern Abend habt ihr gesehen, wie ich Heu gefahren habe. Dann haben wir noch das Wasserfass im Dunkeln fertig gemacht. Das war dann scheiße zu filmen. Und dann bin ich noch hingegangen und habe die Schafe reingebracht. Diese habe ich jetzt rausgebracht. Und jetzt gleich gucken wir mal, dass wir ein bisschen was bei mir in der Werkstatt reparieren. Ich habe vorhin den Traktor repariert und jetzt habe ich mir hier aus einer alten Flex, habe ich mir vorne einen neuen Schalter dran gebaut, weil der Schalter kaputt war. Und die Akkuhalterung habe ich dann an den Schalter angeschlossen. Jetzt habe ich hier vorne eine Hupe dran. Das Ding ist extrem laut, also Achtung. Samstag, der 31.12. Hier habe ich jetzt ein paar Teile von meinem Balken hier. Hier, die sind grundiert. Die werden nachher grün. Das Ganze, der Grundrahmen mit dem Motor steht noch drüben. Den muss ich dann auch noch grundieren und grün machen. Das mache ich aber erst, wenn die Teile fertig sind. Und hier habe ich dann schon mal angefangen, so ein paar Teile schwarz zu machen. Die kommen auf jeden Fall schwarz und dann kommt vielleicht an der Karosse noch ein Stück schwarz. Und die ganzen Schrauben kommen auf jeden Fall schwarz, damit man ein paar Details hat. Hier sieht man dann mal, wie ich das alles schön lackiert habe mit meiner Sprühdose. Ja, das ist meine Silvesterbeschäftigung. Ich wünsche euch hiermit einen guten Rutsch ins neue Jahr und feiert schön.